Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ich bin euer Basti, schön, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Vielleicht kommen wir dran. Was ist das, witzig? Ja, ich bin mir nicht so richtig sicher. Guck mal, das da oben kann ich einfrieren. Ja, im letzten Part haben wir ja Thors Söhne gesehen, gegen sie gekämpft und haben einen davon getötet. Oh Gott, dem geht's nicht gut, dem Kleinen. Da ist ein Durchlass. Das schaffe ich. Okay, damit. Ah, mach. Weg zum Ausgang, auf der anderen Seite. Und die Kette, kommt schon. Atreus? Ach, du bleibst dort oben stehen, alles klar. Warte mal, dann. So. So, na dann. Lass sie runter, Junge. Dann komme ich nämlich da hoch und wir kommen dort rüber. Ja. Das sollte passen eigentlich. Oh Mann. Wohin wird die Reise uns noch führen? Da ist ein Tor. So, Axt, komm mal her. Sehr gut, jetzt bin ich nämlich auch mit hier oben. Komm mal an die Kiste ran. Und jetzt kommen wir auch hier rüber. Natürlich werden wir uns hier noch diesen Rückweg. Dann brauchen wir nicht den ganzen Weg gehen. So. Boah, ist der Finger hässlich, ey. Aber okay. Ich habe wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Raben übersehen. So, einmal. Zweimal. Sehr schön. Damit können wir auf jeden Fall die Siegel brechen. Und das ermöglicht uns definitiv wieder andere Wege. Wieder unter der Hand. Wir sind fast da. Ja, hier waren wir schon mal komplett, ne? Ja. Das heißt also, wir müssen hier hoch. Vielleicht sind das aber auch eine Abkürzung. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Danke. Moment, hier ist auch noch so ein Tor. Ich sehe etwas da drüben. Oh, hier brauchen wir drei. Sehr gut, das hat, glaube ich, noch gereicht. Mach mal die Tür auf. Zum See der Neuen zurückkehren. Was ist das denn hier? Oh, hier ist noch so ein Schrein. Kammern geöffnet, 1 von 7. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jötunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Okay. Was ist das denn jetzt hier? Bisschen hinzugefügt. Was erwartet uns denn hier jetzt? Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen, was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder?
Ich hoffe doch. Wo war das jetzt sogar der richtige Weg, den wir jetzt hier eingeschlagen haben? Karte aktualisiert. So, dann haben wir hier ein weiteres Tor. Wir könnten jetzt natürlich zum See der Neuen zurückkehren. Dank dieses Portals hier. Oh, das möchte ich nicht. Das möchte ich eigentlich nicht, weil wir müssen uns ja hier unten ein bisschen umsehen. Oh mein Gott, da ist... Ah, ich sehe was da. Ich weiß, was da ist. Ich weiß, was da ist. Ich weiß, was das ist. Ich werde es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Eine Walküre. Gefangen. Sie hat es wirklich getan. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Beweisen Sie Ihren Mut, eine Walküre besiegen. Ach du Scheiße. Oh nein. Ach du Scheiße. Komm schon, befreie mich nochmal. Komm schon, hoch! Eieieiei. Ach, Mann! Ach, shit. Oh, kurz vorher bin ich gestorben. Ey, das gibt's nicht. Kurz vorher. Ich hätte vielleicht besser ausweichen sollen oder so. Boah, das ist heftig. Die Viecher sind echt heftig. Die Viecher sind echt heftig, ey. Wo sind die hin? Hä? Bereit. Was sind das jetzt?
Irgendwie ist die jetzt weggepackt. Noch nicht bereit, leider. Ich weiß nicht, wo die jetzt hin ist. Bin bereit. Am Kontrollpunkt neu starten. Eieieiei. Ich hoffe doch mal, dass der Kontrollpunkt jetzt kurz davor war wieder. Nicht, dass ich jetzt nochmal. Ja. Okay, gut. Okay. Ah, den letzten Schlag, den kriegt man immer nicht. Ja, ja, alles gut. Oh Gott, okay, okay. Noch ein bisschen. Okay. Komm schon. Okay, wow, unsere erste Walküre. Boah. Okay, das war heftig. Das war richtig heftig. Ihr habt mein verderbtes Dasein beendet. Ich bin euch auf ewig dankbar. Doch meine Schwestern sind noch immer gefangen. Nehmt meinen Helm, findet sie, befreit sie. Das Schicksal der Walküren ruht auf euren Schultern. Oh mein Gott, das war ein heftiger Kampf. Ein legendärer Gefallen. Sie haben einen legendären Gefallen begonnen. Verdorbene Walküren sind mächtige Geschöpfe, die sich in den Tiefen der verborgenen Kammern von Odin und den anderen Reichen befinden. Sie zu besiegen ist nicht einfach und erfordert mächtige Ausrüstung. Finden und besiegen Sie alle verdorbenen Walküren, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und legendäre Belohnungen zu erhalten. Der Helm einer Walküre. Sehr cool. Wir sollen gegen noch mehr kämpfen? Asgards Metall, das bei Walkürentrümmern zu finden ist, verleiht Rüstung, Käufen, Talisman beim Herstellen und Verbessern Walkürenkräfte. Sehr gut. Legendärer Zauber, erhöht maximale Sprintgeschwindigkeit. Und noch mehr von diesem Gold. Puh. Hey, das war schon. Das war schon richtig heftig hier. Also.
Schon krass. Okay, aber wir haben es zumindest geschafft. Ui, da kann man hier erstmal wieder raus. So. Lebensenergie haben wir ja genug. Alles klar. Also kommen wir jetzt erstmal hier wieder nach oben, weil diese Walküre haben wir ja besiegt. Wir müssen ja zum See der Neuen zurück. Ja gut, wir hätten jetzt schnell reisen können. Ah, das war knapp. Ja, zumindest haben wir eine einzige Walküre besiegt. Ich weiß nicht, ob wir noch gegen andere kämpfen werden. Also wir müssen wahrscheinlich. Aber ob wir die halt besiegen, bin ich mir nicht so sicher. Wir werden es sehen. Wir werden es in der Geschichte, denke ich, noch erfahren. Oder ich mit euch, wir zusammen. Wird alles schon klappen. So. Dann können wir ja hier wieder raus. Und ja, wieder raus. Und dann geht es ja zum See der... Ach, wir sind ja schon hier am Wasser. Sehr gut. Wir könnten natürlich jetzt mit dem Boot fahren. Wir könnten natürlich auch schnell reisen. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Wir sollen hier zurück. Ja, wir sind hier hinten. Komm, wir fahren mit dem Boot. Mit dem Boot von... Also... Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jürgenheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagerte. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Jürgenheim. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Du hast recht. Aber dazu müssen wir erstmal wissen, wo diese ganzen versteckten Türen waren. Und erzählst du die Geschichte weiter? Mein Gedächtnis ist jetzt nicht so gut, ne? Wenn ich mich nicht irre, hatten wir über den Ursprung von Ymir gesprochen, dem ersten Riesen. Am Anfang gab es Ginnungagap, die große Leere. Mal schauen, sehe ich denn nicht irgendwo die... Der Kanal zum Steinmetz... sehe ich nicht hier diese verborgenen Türen? Die verborgenen Türen sehe ich hier halt nicht drauf, ne? Die können halt überall sein. Nur die urzeitlichen Kräfte. Es gab Feuer und es gab Eis. Und in der Leere trafen sie aufeinander und hervorging... Wasser? Mehr als Wasser. Das mystische Lebensblut von etwas völlig Neuem. Aus diesem Wasser entstand Ymir und wurde zu einem Wesen reinster Schöpfung und reinstem Chaos. Mutter und Vater all dessen, was danach kam. Sogar der Asen? Ja, jeder Gott, jeder Mensch, jedes Tier entsprang ihm ihres Leib. Oder ich erzähle dir die Geschichte später. Wir hatten doch eigentlich... Warum sind hier schon wieder Gegner? Warum sind hier schon wieder Gegner? So. Wir hatten ja hier, glaube ich, die Gruft. Oder wir hatten hier, glaube ich, das mit den Walküren gesehen, ne? Ja, waren wir doch, glaube ich, bei den Walküren. Das müsste doch der Zugang sein. Und eine Walküre haben wir jetzt besiegt. Ob die sich jetzt dort auf diesen, bei diesen Tempeln da befindet? Bitte behandelt den Bettstein mit der größten Vorsicht. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Ja, ja, alles gut. Hier war es nicht. Wir sind, glaube ich, noch weiter nach oben, ne? Ich glaube, hier oben war das Tor.
Das wird mich jetzt natürlich interessieren, ob da die Valkyrie, die wir jetzt besiegt haben, ob die sich jetzt hier befindet. Ich bin neugierig. Okay, hier kann ich nichts machen. Sieht nicht so aus. Als ob die Valkyrie, die wir jetzt befreit haben, als ob die sich jetzt hier rumtreibt. Das Tor hat man, glaube ich, schon aktiviert, oder? Ich würde jetzt aber gerne das mit dem Wetzstein machen. Da müssen wir aber hier hinten rein, denke ich mal. Dann hier oben, und hier waren wir ja schon. Aber ob man da reinkommt, ich weiß nicht, ob wir da einen Schlüssel bekommen haben. Da bin ich mir nicht so sicher. Da müssen wir einfach mal hinfahren und das Ganze schauen, ob wir das... Aber hat Sindri uns den Schlüssel gegeben? Wir können ja mit ihm nochmal reden. Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ob der uns was gegeben hätte. Wir haben auch so den Ring bekommen da. So, Sindri. Na, du kannst nur was verbessern. Du sagst uns aber nichts. Okay. Dann müssen wir das selber rausfinden, ob wir da jetzt durch die Tür kommen oder zu der Festung. Und wenn wir Glück haben, können wir das im nächsten Part machen. Ansonsten müssen wir vielleicht doch erstmal Tyrs Tempel finden. So, dann einfach mal ab aufs Boot. Und hier drüben weiter. Mal gucken, ob wir den Eingang finden. War der hier? Der war hier hinten. Wir müssten eigentlich dahin. Zu der Nursri-Festung. Was passierte mit ihr? Ich bin nicht ganz sicher, Kleiner. Sie wurde verlassen, lange bevor Jörmungandr kam und alles überflutete. Wie es wohl war, hier zu leben? Also die Festung scheint hier hinten zu sein. Mimir, erzählst du die Geschichte weiter? Mit Vergnügen. Wo war ich? Oh, Ymir, der erste Riese, war aus der Leere hervorgegangen und jede Lebensform entstand nun aus Ymir. Ja. Doch es waren die Asen, die sich für so überlegen hielten, dass sie die Herrschaft über den Rest der Schöpfung beanspruchten. Odin lehnte sich gewaltsam gegen seinen Schöpfer auf und vergoss Ymirs Lebensblut mit seinem Speer. Ein notwendiges Übel, sagte er, um Ordnung in die Welten zu bringen. Wir machen später weiter. Ja, wir haben den Schlüssel bekommen. Okay. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt ja hier weiter und können das... die Aufgabe dann im nächsten Part machen, würde ich sagen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, dann geht es hier weiter mit Atreus und Kratos im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi.